Von jenem Abend an fühlte ich mich in diesem kleinen ungarischen Nest richtig daheim. Vielleicht lag das an dem Sprachunterricht, den ich Piroschka täglich erteilte. Nach 14 Tagen hatten wir bereits erstaunliche Fortschritte gemacht. Sehr schön. Hast schon sehr viel gelernt durch mir. Durch mich? Schön. Hast schon sehr viel gelernt von mich. Nein, also bei von heißt es immer mir. Ah, werde ich lernen, nicht. Ist auch nicht so wichtig. Jetzt wieder du. Ich liebe dir. Dich? Dich. Los, sag. In Zeretlek, Tesseretz, Öseret, Was ist? Hast nicht gelernt? Doch. Wirst müssen nachsitzen. Jetzt, wir lieben uns. Wir lieben uns. Mi seret tünk, ti seret tek, ök seret nek. Gut. Na also. Jetzt aber auch Schluss für heute. Draußen scheint die Sonne. Bei so schönem Wetter können wir wirklich was Besseres anfangen. Was anfangen? Na, zum Beispiel den Miklosch besuchen oder die Gänse ärgern. Möchte ich schon. Kann aber nicht. Muss ich warten auf Zug von Oroschaso. Was kommt um 4.12 Uhr? Muss ich dann machen Signal? Weißt du, einmal habe ich sogar schon machen dürfen Signal nachts. Ihr großes Schnellzug ist durchgefahren mit Schlafwagen und Essenwagen. Und das hat dich dein Vater machen lassen? Ist dabei gestanden natürlich, aber war schon ein Gefühl. Also ich finde das einfach herrlich, Piroschka. Ich komme mir vor wie ein kleiner Junge, der mit seiner Eisenbahn spielt. Also zieht man einfach... Nicht zieh du! Jetzt hast du geleitet. Was hast du? Geleitet! Aber ich höre ja gar nicht. Nun nicht hier in Schengele, was ist nächste Station? Jetzt muss ich rasch Istvan wecken, dass er anbetelefoniert in Schengele. Dass ein Gledian hat hingelangt in Geleitwerk. Wer? Schon alles erklärt, betelefoniert schon. Macht alles, was ich will. Viel Post? Wenig. Bauer hat im Sommer keine Zeit für Briefschaft. Heute keine Post für Herrn deutsche Student. Wann Post? Ich bringe ihn sofort. Hat er schon wieder zu wenig hinaufgepappt, der alte Gerry. Machen wir es ihm hin. Ist über 90. Immer pappt er zu wenig hinauf. Immer. Habe ich ausgelegt für ihn von Ostern bis heute 4 Penge, 10 Fieler. Ist genug. Werde ich hingehen, sofort zu ihm und in kindigen Freundschaft. War nicht richtig pappt. Dieser Feri, so ein Lumpen. Was ist denn mit dem Feri? Da schreibt er doch der Kata, was in Seged bedienstet ist, dass er ihr ist treu. Und da hat er ein Weibsbild in Oroschaso. So ein Gesindel sind die Männer. Also erstens mal sind nicht alle so. Alle! Und zweitens darfst du das doch gar nicht lesen. Warum nicht? Es gibt doch so etwas wie ein Postgeheimnis. Wenn der Ferry will machen Geheimnis, soll schreiben einen Brief und zupäschieren. Kasse darf jeder lesen. Ich finde es trotzdem nicht richtig. Richtig ist auch nicht, wenn einer hinfasst in Geleitewerk. Das war ich jetzt aber nicht. Das ist Glocke, was ankündigt. Zu. Joi, so pinklig war noch nicht. Haben gehört, Herr Student, kommt Zug von Oroschaser. Piri, mach Signal für Zug von Oroschaser. Kommt ganz pinklig. Auf der Minute. Auf der Minute. Können erzählen in Deutschland. Sieg in Ungarn kommen auf der Minute. So sollten die mich mal zu Hause sehen. Hey.